Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Wir sind hier auf dem Hauptaccount. Ja, hier seht ihr ein Team. Mittlerweile habt ihr das vielleicht schon im Stream gesehen, weil wie gesagt, ich nehme aktuell die Videos alle hintereinander auf, weil ich habe diese Woche nicht ganz so viel Zeit und deswegen nehme ich hier alles am Montag auf. Das Video kommt, glaube ich, erst am Freitag. Auf jeden Fall wollen wir in Liga 1 starten. Das hat auch so einen Grund. Ich hätte dieses Video zum Beispiel auch erst später aufnehmen können, aber sollten wir jetzt absteigen, was sehr gut sein könnte, dann könnte ich nämlich im Stream die Woche über wieder aufsteigen. Und ich habe ganz gerne im Stream so kleine Ziele. Und deswegen bin ich meist auch gar nicht so böse, falls ich, wenn ich mal absteige. Wie gesagt, bislang in 16 zweimal passiert. Aber meist war ich, wie gesagt, nicht sonderlich sauer. Ihr seht auch hier, Busquets ist gerade verkauft. Ich bin da gerade so ein bisschen am Rumprobieren, keine Ahnung. Und ja, deswegen wäre ich gar nicht so sauer, wenn wir absteigen sollten. Aber natürlich werde ich alles dafür geben, dass wir nicht absteigen. Schauen wir mal, wie das wird. Ich bin gespannt. Ich wollte eigentlich mit dem 4-3-3-Team spielen, was ihr eben gerade gesehen habt. Weil das sieht schon ziemlich knackig aus. Und ich will mal wieder ein bisschen Variabilität in mein Spiel bringen. Und das kann ich nicht, wenn ich die ganze Zeit dieselben Formationen spiele. Und deswegen würde ich ganz gerne mal wieder 4-3-3 spielen. Ah, es soll eigentlich klar gehen. Ja, aber wie gesagt, mein Hames hat sich noch nicht verkauft und ich muss Neymar noch kaufen. Deswegen habe ich mir gedacht, jetzt erstmal nicht hier in dem Spielchen. Gucken wir mal. So, ich bin gespannt. Wir spielen gegen Bundesliga, AKA, nicht komplett Bayern, sondern Bellarabi, Hümmel. Na gut, Hummels können wir zu Bayern zählen. Da dicke Meier und da Schmelle drinne. Ja, schauen wir mal. Teamüberlegenheit sollten wir auf jeden Fall haben. Das bringt es halt nur nicht so ganz in FIFA. Nur überlegen hat keinen Sinn. Wir müssen spielerisch glänzen und überzeugen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So, wir spielen das auch alles komplett erstmal ohne Anweisung. Ja, also Anweisung habe ich schon drin. Ich meine ohne Taktiken. So. Wir versuchen die Konzentration oben zu halten. Ich spiele ungern gegen solche Teams hier. Und er hat nicht nur so ein ekliges Team, wo ich dann immer denke, Momentum zu haben, sondern er hat dazu noch den ekligsten Spielstil, den man haben kann, meiner Meinung nach. Also gegen mich. Ich hasse es, dagegen zu spielen, weil er ist einer von den Jungs, die total langsam spielen. Total langsam. Und ja, das ist eine Katastrophe. Weil jetzt sind hier schon 6 Minuten vergangen und es ist eigentlich noch gar nichts passiert hier auf dem Feld. Ich mag das eher, wenn es ein bisschen schneller geht. Jetzt geht er auch schon ein bisschen wieder schneller nach vorne. Nein, der kommt nicht ganz so gut, aber es ist halt Cristiano Ronaldo. Ja, macht Christo ganz gut. Ja, na, der kommt leider nicht. Ramos ist leider mit vorne gewesen. Ich habe anscheinend aus Versehen gedrückt, dass ich den Verteidiger mitnehmen möchte. Auch wenn ich das nicht tun wollte. So, ein bisschen Lewandowski. Ja, Werberspin kannst du nicht machen, Schätzelein. Komenchen. Schmelle. Fipsi. 1-0. Einfach ganz normal hier auseinandernehmen lassen. Ganz, ganz schlechte Verteidigung meinerseits. Ich habe genau das gemacht, was er wollte. Nämlich immer den Spieler rangezogen, der die Lücke ermöglicht. Und er musste einfach nur passen. Also, das war jetzt nicht so, dass er hier einen überragenden Offensivrun gemacht hätte. Das war einfach nur bombenmäßig schlecht verteidigt meinerseits. Und ja, deswegen ist es verdient in einem Gegentor geendet. Das sind so aktuell meine krassesten Fehler. Das wäre zu hart gewesen. Dass ich einfach die einfachsten Fehler mache, die am einfachsten zu verhindern sind. Aber ich mache es trotzdem immer weiter. Ist jetzt los? Ach, da legt er sich auf den Boden der Arme und hält sich das Knie, die Scheißfotze. Meine Fresse, was war denn das ein Foul? Deine Mutter war das ein Foul. Gott. So. Oh Gott, jetzt aber hier nicht so eine Scheiße, bitte. Keine behinderten Gegentore. Ich bin aktuell leider Gottes ganz gut unter Druck. Ja, Ronaldo. Hat nicht die beste Ballbehandlung hier. Spiel gleich weiter. Ich hasse das, wenn die Leute, obwohl du gedrückt hast, noch in den Ball reinrennen. Anstatt einfach das auszuführen, was man ihnen sagt. Nämlich den Pass zu spielen. So, ich darf mir hier
Seine Tiltgrätschen wirken leider Gottes auch. Ich darf hier nicht allzu schnell agieren gegen ihn. Also mir die Spieler rausziehen, weil das ist nur das, worauf er wartet. Diese Taktik, die er spielt, ist nur darauf aus, jetzt wahrscheinlich auch noch Zeitspiel mit rein, würde mich nicht wundern bei so Leuten, ist halt Liga. Liga ist standardmäßig, Zeitspiel, da würde es mich auch nicht wundern, wenn er 22. Minute damit anfangen würde. Aber er ist halt so ein Spieler, der ganz langsam spielt und der nur auf Fehler wartet. Er selber will, ihr seht bei mir hier, sind keine 2 Sekunden am Ball vergangen und ich bin schon fast vor seinem Tor. Weil das der Spielstil ist, der mir Spaß macht. Er wiederum ist jetzt, keine Ahnung, eine Minute gefühlt am Ball und hat noch nichts gemacht. Er ist noch nicht annähernd in meiner Hälfte. Er wartet einfach nur auf Fehler. Und gegen diese Gegner, wie gesagt, spiele ich am unliebsten. Oh Gott! Modric! Am Ball vorbei, okay, aber Ronaldo nicht das leere Tor treffen. Schätzelein, was ist denn da falsch? So, wir müssen auf jeden Fall hier in dem Spiel drauf achten. Am Anfang werde ich es noch nicht machen, aber später dann offensiver zu gehen. Weil Niederlage bringt uns natürlich überhaupt nichts, aber auch ein Unentschieden bringt nichts. Schauen wir mal. Ab nach vorne da, Leo. Er ist auch noch lucky wie Hölle. Also die besseren Chancen hatten wir bis jetzt eigentlich. Gut, seine ist natürlich verdient gewesen, weil es eine 100%ige war, die ich schlecht verteidigt habe. Aber die besseren hatten wir jetzt eigentlich schon. 2 Stück hintereinander. Ich glaube, ich bringe die mal direkt hier rein. Oh, Mr. Pickle. Ronny. Noch eine Ecke. Alles klar. Oh, da vorne Piqué. Ah, wenn du ein bisschen auf den Ball zugehst, du dickes Kind. Dann haben wir den vielleicht. Alter Pickel, ey. Okay, schnell nach vorne. Comanchen. So, hier drauf mit Ramos natürlich. Oh, fuck. Das war noch nicht mal abseits. Ehrlich gesagt, wollte ich den auch nicht anspielen. Da müssen wir jetzt, ich wollte den nach außen spielen, wo auch 2 Leute von mir frei durch waren, weil er war halt aufgerückt. Ah, schon wieder neuer, Alter. Gott, der neue geht mir auf den Piss, der Ficker. Belassene Sache, wollen wir den direkt bringen? Ich glaube, ich bringe mal kurz einen Pfosten. So aber nicht, Pickel. Ja, wir machen prinzipiell das Spiel, aber er führt hier einfach. Ist jetzt noch ein bisschen unlucky gewesen. Also mindestens das Ding von Messi muss halt reingehen. Leider unlucky as hell. Hier nochmal einen Pfosten getroffen. Ah, es war schlecht von mir. Da, na, 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 na. Geh auf den Ball! Ja. Oh, lol. What the fuck? Keine Ahnung, was hier passiert ist. Ah, anscheinend kriege ich einen Freistoß. Da, na, na, na. Ich glaube, er ist defensiv gegangen. Oder defensiver. Aber man merkt es auch. Wir sind jetzt mehr in seiner Hälfte. Jetzt kann er natürlich noch mehr, mit der Führung im Rücken, kann er noch mehr sein Spiel ausspielen. Halt einfach sicher zu spielen. Und dann einfach irgendwann nochmal das 2-0 draufsetzen. Spiele ich auch öfter so. Ist komplett legitim. Und hier wartet er schon wieder auf die Lücke. 2-0. Das ist das. Das ist sein Spiel. Aber er macht es auch stark. Muss man ihn einfach lassen. Ich finde ihn hinten ehrlich gesagt nicht so sonderlich pralle. Aber nach vorne, das macht er so überlegt, so gekonnt. Lewandowski noch im Korb. Das wird ein sau ekliges Spiel. Vor allem, wenn wir das Tor nicht treffen, wird es eklig. Ich meine, wenn jetzt hier 1-1 steht, okay, dann lass ihn halt das... Lol, was ist jetzt los? Halbzeit schon! What the fuck? Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall
Ja, da FIFA ein bisschen gegen uns war, müssen wir auf jeden Fall jetzt das Tor machen. Schnell. So, Ivan. Modi wird hier geblockt von keine Ahnung wem. Will er nach außen bringen? Nee. Ja, stark Iniesta. Ah Gott! Ich dachte, Iniesta hat den Ball und wollte dann halt auf Ronaldo spielen. Und deswegen kam diese Passrichtung zustande. Pass muss einfach besser kommen. Jetzt geht er erst wieder eine halbe Stunde in seine eigene Hälfte zurück. So, jetzt dreht er sich wieder eine halbe Stunde, spielt den Ball zurück. Er macht das Spiel halt so unglaublich langsam, was saumäßig ärgerlich ist. Boah, das wär's auch gewesen, Alter. Aber ihr seht es, vorne ist er halt eiskalt. Er weiß ganz genau, was er machen will, was er machen muss. Ballannahme von Suarez aus der Hölle. Ja, in dem Spiel können wir nicht ganz so viel labern. Ich will natürlich eigentlich schon noch gewinnen, aber wie gesagt, in der ersten Hälfte hätten einfach die Chancen reingemusst. Aber ein bisschen unlucky leider Gottes gewesen. Gut, aber der Gegner hatte jetzt natürlich auch noch zwei starke Chancen, die nicht reingingen. Also das ist aktuell eher so ein Spiel, wo es 3-2 stehen müsste und nicht 1-0. Das Problem ist, ich kann seine schlechte Defensive, wo ich der Meinung bin, dass er nicht der beste Defender ist, die kann ich aktuell leider Gottes nicht ausnutzen, weil er den Ball so unglaublich lange hält. Also das ist wie Zeitspiel fast, was er da macht. Ich habe jetzt 10 Minuten den Ball nicht gehabt, aber er spielt halt auch einfach nur in komplett ungefährlichen Situationen rum, wo er den Ball nicht verlieren kann. Und das ist das Problematische an der Sache. Jetzt sweatet er hier rein. Und ich muss jetzt halt mehr krasser drauf gehen. Ganz klares Ding. Sonst holen wir hier nichts mehr. Und hier lässt er sich einfach wegdrücken vom Diekmeier. Das ist das Problem an der Sache. Wie gesagt, ich muss jetzt offensiver gehen. Ich kann mich hier nicht die ganze Zeit von ihm halten lassen. Die Zeit vergeht. Und er kommt dadurch sogar noch zu Chancen. Weil ich mir halt irgendwie was rausziehen muss. Es gibt gar keine andere Chance. Sonst kriege ich halt einfach den Ball nicht. Also das, wie gesagt, ich hasse es abgrundtief gegen solche Leute zu spielen. Doch, lass doch weiterlaufen, Digga. Ich hab doch den Ball, du Nutte. Oh Gott, 66. Ich glaube, in dem Spiel wird leider Gottes unser Abstieg besiegelt. Geh auf den Ball, Ronaldo. Philippe Louis gewinnt das Kopfballduell nicht. Stark. Iniesta, man hat gesehen, dass er hier zustellen wollte, den Messi, dass ich da nicht durchpasse. Gut, das Ding geht auch nicht jedes Mal rein. Longshot Iniesta ist ja nicht der allerbeste, aber macht er ganz gerne mal. Vor allem, wenn er unbedrängt ist und gerade vorm Pfosten steht. Müssen vielleicht nochmal ein Longshot-Video machen. Das wäre ein bisschen spät jetzt. Okay, jetzt macht er wahrscheinlich wiederum ein bisschen auf. Ah, come on, spiel den Ball! Ah, Hummels, es steht natürlich. Ich muss hier offensiv. Ich muss hier offensiv reingehen. Fipsi Lahm hier. Fipsi Lahm legt nochmal auf Leber. Haben wir aber. Nein. CPU. Ganz klar halt gewesen, dass ich da den Ball getroffen habe. Okay. Hat er gesehen, wie der Ball geflogen ist und er ist auch nicht im Mann reingegangen. Okay. Scheiße, Mann. Komplett unverdient. Komplett unverdient. Ich glaube, das Unentschieden war vollkommen in Ordnung. Aber dann kriegt er natürlich CPU. Natürlich ist er ein Bastard und macht ihn. Nein, ganz klar, ich würde ihn auch machen. In der Liga mache ich jeden Elfmeter. Deswegen kann man ihm das ja nicht nahelegen, dass er da irgendwas Schlimmes gemacht hätte. Aber schade ist natürlich schon,
weil das Spiel war jetzt noch offen, jetzt ist das Spiel allerdings beendet. Ich mache keine zwei Tore mehr gegen den, der ja sozusagen 90 Minuten positives Zeitspiel betreibt. Wie gesagt, ich weiß, das ist eine Spielweise, aber ich meine, ihr habt es in dem Spiel ja selber gesehen. Er hat einfach durchgehend nur den Ball in eigenen Reihen rumgeschoben und halt auf die Lücken gewartet. Das kann man ihm ja kaum übel nehmen, aber ja, also ich persönlich halte von so einem Spielstil überhaupt nichts. Und schon wieder das zweite Aluminium hier. Komm, lauf ins Tor, Manu. Ja, und jetzt beginnt Zeitspiel natürlich, 78. Ab geht es, Zeitspiel natürlich. Ich meine, hat er ja vorher schon gemacht, jetzt macht das nur noch weiter. Ja, guckt euch das an, Alter. Guckt euch den Kerl an. Siehst du, solche Abgrund... verfickte Menschen, solche Abgründe tun sich auf in FIFA. Hauptsache gewinnen, das ist das Wichtigste. Und ja, abgrundtief lächerlich. Er ist jetzt wahrscheinlich auf Fünferkette gegangen, wie es mir aussieht. Und natürlich auf Abwehrriegel. Und hält so lange den Ball, wie es ihm möglich ist. Krasser Kerl auf jeden Fall. Krasser Kerl. Du kannst halt nichts dagegen machen. Diese Leute sind vor allem, die kennen das. Die machen das tagtäglich in der Liga. Und deswegen können sie es natürlich auch noch gut machen. Oh, tun sich da Abgründe auf, Alter. Und das ist das Ding, warum ich auch ungern eine Liga spiele, im Stream lieber Subspiele mache und alles, weil im Subspiel gibt es sowas nicht. Größter Hundesohn auf der Welt. Also, lange nicht mehr gegen so einen Hundesohn gespielt, der im Spiel prinzipiell schon nach seinem 1-0 Zeitspiel betreibt und es dann 10 Minuten bis zum Ende macht hier. Unglaublich einfach. Lauf doch nicht in den Mann, Sur. Er ist der größte Spacken ever. Also ohne Scheiß. Größere Spasten habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Krasser Kerl. Krasser Kerl einfach nur. Schön, dass ich euch mit dem... Da kann ich mich auch gar nicht mehr aufregen, weil das Problem ist, solche Abgründe von Menschen... findest du eigentlich ziemlich häufig in Liga 1. Das ist halt ein Mensch, ich bewerte ihn über ein FIFA-Spiel. Kann ich euch drauf schwören, in der Schule keine Freunde, sein Leben ist die Konsole. Er tut alles dafür, um zu gewinnen, holt sich nach dem Spiel, wichst schön seinen Monitor voll, weil er gerade 2-1 mit 90 Minuten Zeitspiel gewonnen hat. Und das sind die Abgründe von FIFA. Das sind die Camper, die COD-Camper sind in FIFA genau solche Leute hier. Sie haben in ihrem Leben nichts zu tun und holen ihre einzige Freude aus solchen Siegen. Eine Frau hat dieser Kerl sicherlich in seinem Leben noch nie gefickt, da bin ich mir ziemlich sicher. Ist einfach nur ein abgrundtief ekliger Mensch, der hier gerade mit uns sitzt. Und da ist mir scheißegal, ob es bei dem vielleicht um Ligaerhalt oder sowas ging. Ihr kennt mich, ich hatte auch schon öfter solche Spiele. Und jetzt sagen wir mal, wir wären in Führung gewesen. Da könnte man ja sagen, bei uns ging es ja wirklich darum. Ihr würdet nie von mir sehen, dass ich den Ball hinten halte und Zeitspiel mache, nur um irgendwie das Spiel zu gewinnen. Das sind halt Abgründe, die sich da auftun und wie gesagt, deswegen hasse ich die Liga. Ihr seht das hier, 70%. Der Kerl war einfach nur... ein abgrundtiefer Bastard und hätte, glaube ich, im echten Leben mal richtig einen auf die Fresse verdient. Gut, wir sind abgestiegen, wie gesagt, ich habe es vor dem Spiel schon gesagt, gar nicht mal so bad, weil wir haben jetzt wieder ein neues Ziel, nämlich wieder den Aufstieg und zwar im Stream. Ich weiß nicht, vielleicht, bis ihr das Video seht, ist der Aufstieg, denke ich mal, schon wieder vonstatten gegangen. Müssen wir mal schauen. Aber das war einfach nur wieder die Höhe. Hätte er das Spiel ganz normal, er scheint ja auch kein schlechter FIFA-Spieler zu sein. Also das muss man ja dazu sagen, weil ein schlechter FIFA-Spieler kann auch meist gar nicht so gutes Zeitspiel machen, der fängt sich dann eher nur eine Butze. Hätte er auch fast noch gemacht da am Ende, wo ich mit Messi fast den Ball bekommen hätte. Aber das Ding ist halt einfach, diese Leute sind halt einfach solche Untermenschen und ja, die können es halt einfach nur so. Das Konzept von ihm war einfach von Anfang an eigentlich Zeitspiel zu machen, Lücken zu holen und nachdem er 1-0 in Führung war, war das halt von ihm nur noch Zeitspiel, nichts anderes.
Wie gesagt, andere bewerten das dann anders. Aber wer sich nur den Ball die ganze Zeit im Mittelfeld hin und her spielt und irgendwie nie fokussiert aufs Tor geht, das ist Zeitspiel. Dann ist er natürlich 2-1 in Führung. Was macht er? Ganz genau. Ich glaube, 15 Minuten oder so durchgehendes, exzessives Zeitspiel. Und ja, leider Gottes durch FIFA so ein bisschen verloren. Ich meine, in der ersten Hälfte müssen wir safe 2 Tore machen. In der zweiten Hälfte darf es niemals diesen CPU-Elfmeter geben, der halt in Milliarden Lichtjahren kein echter Elfmeter war, sondern halt ganz normalen CPU. Naja, so ist das Leben, hart und ungerecht. Es gibt leider diese Bastarde. Das ist der Grund, warum einige auch keine Liga spielen. Wie gesagt, wenn wir unsere Turniere machen oder Subspiele, da spielt man einfach bis zum Ende wie ein Mann und fertig ist die Sache. Da gibt es keine Bastarde, die da Zeitspiel machen oder sonst was. Und deswegen hasse ich Liga eigentlich. Liga ist gut, um sein Niveau wieder nach oben zu bekommen, weil du halt durchgehend auf einem Niveau Gegner bekommst. Weil wenn ich jetzt nur Subspiele mache, kriege ich dann natürlich auch mal einen Sub, der Liga 4 ist oder sowas. Das ist dann natürlich einfacher dagegen zu gewinnen als gegen den Liga 1 Gegner. Und deswegen sind Subspiele eher unkonstant. Aber in der Liga kannst du halt, wie gesagt, lernen, bis sowas passiert. Weil dann kann ich auch gegen mich selber spielen, wenn es so Bastarde gibt, die 15 Minuten von einem kompletten Spiel einfach nur Zeitspiel machen. Größter Hundesohn, den es gibt. Und ich kann euch sagen, ich sag's immer wieder, aber im echten Leben, ohne Scheiß, ich hätte ihm einfach direkt in die Fresse gekloppt, dem Untermenschen. Aber naja, wollen wir nicht weiter drüber reden. Im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, gar nicht mal so bad. Jetzt können wir uns wieder schön hier hochballern. Und ja, ich würde sagen, das wär's gewesen. Habt ihr auch mal eine Niederlage am Start, ne? Ich glaube, diese Woche kamen nur Siege, auch im Draft, ja, ich glaube schon. Oh, scheiße. Nee. Doch, ja, alles klar. Jungs, das wär's gewesen. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu nennen, dass die Liga 1-Spieler, mir fällt es halt vor allem in Liga 1 auf, Liga 2 finde ich sogar weniger. Hört sich komisch an, aber... war bei mir meistens so, dass nicht. Na gut, das lag vielleicht daran, dass ich fast immer in Führung war. Da haben die nicht so den Grund, auf Zeitspiel zu gehen. Das könnte natürlich auch daran liegen. Nee, aber im Großen und Ganzen, sagt mal eure Meinung, was haltet ihr von Zeitspiel und so? Ich meine, im Großen und Ganzen ist es ein Spiel, ne? Ist ein Spiel. Gut, da könnte man jetzt natürlich sagen, du willst ihm in die Fresse hauen, aber es ist ein Spiel. Dabei geht es mir echt so ein bisschen um den menschlichen Aspekt. Weil ich weiß bei dieser Spielweise, dass dieser Kerl, ich weiß ganz sicher, mit diesem Kerl würde ich mich im echten Leben nicht verstehen. Man hat halt selber so Grundprinzipien. Und einer, der sowas macht, mit diesem Kerl würde ich mich im echten Leben niemals verstehen. Und das hört sich blöd an, nach dem Spiel jemanden zu bewerten. Aber ich finde, das kann man machen. Weil jeder hat so in seiner Persönlichkeit Dinge, die er machen würde, nicht machen würde. Und Personen, die sowas machen, ich mache das jetzt, als ob es ein Mord wäre, aber die sowas machen, ich will gar nicht weiter auf das Thema eingehen. Ich will gar nicht, das würde noch zu lange dauern. Auf jeden Fall, gegen solche Personen habe ich ziemlich krass was. Und ja, deswegen, sagt einfach mal, was ihr davon haltet, von Zeitspiel und so. Ihr könnt auch gerne schreiben, jo, ich mache das auch regelmäßig, wenn ich 1-0 in Führung bin. Ab der 80. wird der Ball hinten gehalten oder bis zur Eckfahne. Ist euer Ding. Wie gesagt, ich halte von diesen Leuten eher wenig, aber mich würde es einfach interessieren. Und ihr sollt natürlich eure ehrliche Meinung schreiben und nicht nur die Meinung von mir wiedergeben. Und jetzt würde ich sagen, das wäre es gewesen. Das Video kommt. Ja, heute Abend ist ein Stream. Das um 16 Uhr kommt der Stream, könnt ihr einschalten. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf und ja, vielleicht sind wir sogar schon wieder in Liga 1, wenn ihr danach in den Stream kommt. Weil wie gesagt, ich nehme die Videos hier gerade aktuell alle vor auf. Ja, das wäre es gewesen, Jungs. Macht es gut und ciao.